MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem Ibra-Team, wollen mal so ein Spielchen machen und eventuell wollen wir so ein kleines Thema nebenher laufen lassen. Und das Thema wäre Android gegen Apple sozusagen. Also dieses Thema wurde zwei, dreimal vorgeschlagen. Ja, deswegen versuche ich mal was zu sagen. Ich denke mal, ich kann was zu sagen. Aus dem Grund, dass ich von... Oh, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube so von 2009 an bis 2013 durchgehend nur Apple hatte. Und jetzt seit Mai diesen Jahres bin ich auf Android in Anführungszeichen umgestiegen. Ja, da kann ich vielleicht ein bisschen was sagen, warum und weshalb und was weiß ich. Aber erstmal wollen wir hier einen Gegner suchen und dann können wir immer noch drüber reden. Der Gegner, der hier als kommt, erstmal will ich nicht gegen ihn spielen wegen der Latenz. Und zweitens, was auch ein wichtiger Punkt ist, er spielt zu zweit. Habe ich einfach keinen Bock drauf, weil ich habe es schon öfter mal angemerkt, aber für die Leute, die vielleicht neu dabei sind, ich finde, wenn man zu zweit spielt und gut spielen kann, das heißt, wenn jetzt irgendwie mal ein Kollege zufällig vorbeikommt und man hat nie zusammen gespielt, dann ist es eher ein Vorteil für den, der alleine spielt. Aber wenn man wirklich regelmäßig zusammen spielt, dann ist man zu zweit meiner Meinung nach ziemlich überlegen. Und deswegen spiele ich gegen zwei Spieler eher nicht. Ja, man kann natürlich auch Luck haben, wie gesagt, und die beiden sind nicht zusammen eingespielt. Dann ist es natürlich noch einfacher, Tore zu machen, weil die reißen sich dann gegenseitig die Innenverteidigung raus und dadurch ergeben sich halt die Lücken. Aber andersrum gibt es halt auch den Fall, wenn sie eingespielt sind, dann reißen sie keine Lücken, können aber trotzdem mit zwei Leuten auf einen gleichzeitig draufgehen und dadurch ist das Mittelfeld so krass eng und nee, das macht nicht unbedingt Fun. Ich meine, ich kenne es, weil ich habe mit einem Kollegen sehr lange bei FIFA 13 zu zweit gespielt, also das waren schon einige Spielchen und ich meine, wir waren auch relativ gut, will ich sagen. Und da ist uns das selber natürlich auch aufgefallen, wenn du eingespielt bist zusammen, bist du in der Abwehr besser, bist du im Mittelfeld besser, bist du im Angriff besser. Ich finde vor allem die Vorteile im Angriff kommen zustande und natürlich im Mittelfeld, weil du halt viel besser Druck aufbauen kannst. Beziehungsweise der eine geht drauf, der andere stellt einen Raum zu. Das kannst du, wenn du alleine spielst, einigermaßen auch machen, aber nicht so toll, wie wenn du zu zweit spielst und halt eingespielt bist. Ja, jetzt sollte hier mal ein Gegner kommen. Jetzt kommt leider keiner mehr. Ich werde jetzt hier wieder als Home-Team zugewiesen. Das kann eigentlich nie was werden. Ah, ich freue mich echt schon, wenn das mit dem UMTS-Stick läuft. Also es fuckt mich selber ab. Es ist irgendwie immer mal so die Zeit, mal läuft wirklich ein, zwei Wochen richtig wunderbar. Das heißt, wir finden immer sofort einen Gegner. Ich meine, mir fällt es teilweise gar nicht auf, dass es ein wenig leckt. Also wenn es jetzt so ganz, ganz wenig leckt. Das fällt mir, wie gesagt, gar nicht so auf, weil ich es leider Gottes schon gewohnt bin. Aber ich sehe es da manchmal in Kommentaren irgendwie, wie ich dann da spielen kann. Ja, gut, hier, das wäre dann zum Beispiel sowas, das muss ich mir, glaube ich, nicht antun, wenn es jetzt nicht grün wird. Und es scheint nicht grün zu werden. Nee, der Gegner geht auch raus. Ich hoffe, wir finden jetzt nochmal hier irgendwie eine grüne Sitzung. Damit wir nochmal ein ordentliches Spiel im Hintergrund abliefern können. Weil vorhin, das war ja... Ach nee, Quatsch. Vorhin das Spiel hat es geleckt. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Das war das schwere Spiel. Nee, das hat, glaube ich, nicht geleckt. Ja, wir finden hier als Gegner, aber das ist halt alles nur orange. Da gehen die Gegner von selber schon raus. Verständlicherweise. Es fuckt mich echt ab, dass das mit diesem Tethering nicht geht, weil die PS3 kann halt diese Ad-Hoc-Netzwerke, kann die nicht sehen. Das ist das kleine Problem, was wiederum ein großes Problem ist, weil ich halt so nicht auf das weitergeleitete WLAN zugreifen kann. Ich meine, ich habe ja hier, ich habe es mit dem iPad probiert, ich habe es mit dem iPhone probiert, mit einem alten Sony Ericsson, mit meinem neuen Samsung habe ich es noch nicht probiert. Aber soweit ich weiß, ist das da, glaube ich, auch ein Ad-Hoc-Netzwerk. Beziehungsweise ich müsste eventuell einen anderen ROM drauf spielen von Android. Und ja, darauf hatte ich dann ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr. Gut, jetzt sind wir mittlerweile bei fast 5 Minuten. Herzlichen Glückwunsch, läuft ganz gut. Immer noch keinen Gegner gefunden. Was? Uff, ja. Okay, ich glaube, er ist auf jeden Fall einer aus meiner Freundesliste. Der Name sagt mir was. So, komm jetzt, komm Brasil, ist jetzt grün, orange, wir versuchen es jetzt einfach mal. Ne, hat er keinen Bock drauf, kann ich auch verstehen.
Ja, wenn ich jetzt in den nächsten 1,5 bis 2 Minuten keinen finde, muss ich hier mal wieder cutten. Ja, fuck mich selber ab, sowas. Weil alles, was ich erzählt habe, kann ich dann gleich nochmal erzählen. Jedenfalls die wichtigen Punkte. Aber es muss so möglich sein, hier nochmal wen zu finden. Ich glaube, das große Problem ist auch eher, dass ich als die gleichen Gegner finde. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich mal hier wen anders zugewiesen bekomme, dass wir dann vielleicht beide grün haben. Er scheint ja auch nicht die beste Verbindung zu haben. Sonst würde er jetzt auch mal einen anderen Gegner finden und wäre jetzt sozusagen schon im Spiel. So, Serie A jetzt. Also ich glaube mal, es liegt schon an mir, weil gegen alle sieht die Latenz scheiße aus. Er hat auch keinen Bock. So, letzten 3 Versuche würde ich sagen. Oder ich cutte das einfach, bis ich einen Gegner gefunden habe und komme dann wieder rein. Diesmal cutte ich aber wirklich. So, bei 5,50. Okay, bis gleich. So, da bin ich wieder. Wie es ausschaut, haben wir jetzt einen Gegner gefunden, wo es auch klappt. Grüne Latenz etc. Gegner hat ein, ich glaube, er hat versucht, ein Hybrid zu bauen. Ist jetzt nicht ganz aufgegangen. Er hat zwar 100 Chemie, aber Marcelo und Schürrle passen da jetzt mal nicht so ganz hin. Also komplett Bundesliga mit Mandzukic, Schuntelaar, Van der Vaart, Müller, Kehl, Naldo, Dante, Lahm hat er auch drinne. Hinten drin war, glaube ich, Adler. Und dann links hat er halt Schürrle und Marcelo stehen. Schürrle kann man eigentlich ganz gut in einem Bundesliga-Team einbauen, aber dann sollte man auch darauf achten, dass man ein paar Deutsche nutzt. So hat er halt nur einen Link gehabt und ja, freut sich da vielleicht nicht ganz so. Aber wie gesagt, er hat halt volle Chemie. Deswegen wird sich das wahrscheinlich nie unbedingt auf sein Spiel auswirken. So, Kehl versucht hier den langen Ball. Das wird nichts und deswegen... Oh, Alter, Lukas, was ist los mit dir? Fackelt das Ding mal hier volle Pullins aus. Obwohl ich den eigentlich nur drüber heben wollte. So, hier hinten lieber mal ein bisschen abdecken. Ja, und da schmeißt du mir nämlich genau in die Füße. Ibra. Und, ah, schade. Den wollte ich direkt mit Außenriss nehmen. Die kommen manchmal so geil. Der kam jetzt auch nicht schlecht, aber ich war ein bisschen... Der Winkel war nicht perfekt. Und ja, deswegen ging es jetzt nicht. Ja, Lavezzi, kannst deinen Arsch irgendwie mal aus ihm rausdrücken? Anstatt hier, ja, wäre mal angebrachter gewesen, sich so frei zu laufen oder so. Huntelaar, ne, will das Ding hier vorne auf Mandzukic springen. Klischee. So, ich würde sagen, wir machen jetzt so ein Tor, also Minimum müssen wir ein Tor machen, bevor ich jetzt hier anfange, über irgendwelche Themen zu reden. Ich habe es ja schon angekündigt wegen Apple, Android und so. So, Lukas ist durch, Flanke kommt, Alter, kommt die schlecht. Ja, Lukas fackelt die Flanke mal direkt ins Aus. Was ist los mit dir, Junge? Ist nicht so gut drauf anscheinend. Schönes Kopfballduell gewonnen von De Rossi. Jetzt Lavezzi. Oh, ja, Ibra bleibt dran, Ibra bleibt dran. Jetzt kurz geschossen. Adler holt ihn wieder raus. Der war leider Gottes nicht kurz geschossen, der war ziemlich zentral. Aber es war meine Schuld, nicht Ibra seine. Marquisio bringt die Ecke, hinten kommt Chiellini und der macht einen direkten Winkel. Okay, dann machen wir hier das 1:0, deswegen können wir dann mal langsam anfangen, sobald ich wieder einen Ausgleich kriege. Ja, lassen wir es dann mal kurz wieder. Also wie gesagt, ich habe seit 2009 circa Apple-Produkte genutzt. Das heißt iPad und iPhone. iMac hatte ich bis jetzt nur einen, aber ja, also da kann ich jetzt nicht ganz so viel drüber sagen. Ich bleib mal bei den mobilen Geräten. Und ich muss sagen, Apple hat mich einfach immer überzeugt, weil, ja, irgendwie, es war schon immer alles nobler. Das heißt, das iPhone oder auch iPad, die sind halt besser verarbeitet als so ein Samsung. Das sage ich auch jetzt noch, obwohl ich jetzt ein Samsung nutze. Das Ding ist nur, dass sich Apple für mich, meiner Meinung nach, ein bisschen zu sehr ausruht. Es kommt einfach nichts nach, also nichts ordentlich Neues. Jetzt ist ja irgendwie dieses 5S oder sowas in den Startlöchern. Beziehungsweise, ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon released ist oder so. Ich habe mich da dieses Jahr überhaupt nicht mit auseinandergesetzt, weil ich ziemlich zufrieden bin. Aber da kommen wir dann später zu. Ja, ich habe mich, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, was das 5S kann. Aber ich wette, es kann definitiv nicht mehr... als, ja, sozusagen die aktuellsten Android-Modelle Richtung S4 etc. Und das ist halt der Punkt. Apple ist halt so ein bisschen auf ihrem Status, ja, wie gesagt, sie ruhen sich halt so ein wenig aus. Und das ist das, was mich abgefuckt hat. Ich habe seit dem 4er endlich mal auf eine ordentliche Neuerung gewartet, aber es kommt irgendwie nichts in die Richtung.
Also wenigstens mal ein etwas größeres Display. Es kam natürlich bei dem 5er kam ein größeres Display, will ich gar nichts gegen sagen. Aber es war dann nicht so viel größer, ja, wie es die Konkurrenz halt macht, zum Beispiel beim S4. Und das S4 kam zum Beispiel mit massig neuen Funktionen. Ob die so sinnlos waren oder was weiß, ob die so nutzvoll waren oder nicht, ist eine andere Sache. Also alles, was das Ding jetzt kann, benutze ich auch nicht. Also ich mache das jetzt zum Beispiel nicht, dass ich die Internetseiten mit meinen Augen scrolle oder, was das halt alles kann. Es kann halt was. Das ist das Ding. Ich meine, das Schöne ist ja schon mal, wenn ein Handy etwas kann. Ob man es dann nutzt, ist ja die andere Sache. Aber da hat mich Apple dann halt ein wenig enttäuscht. Was Verarbeitung und auch so Menüführung angeht, würde ich wahrscheinlich immer wieder zu Apple gehen. Das wird sich wahrscheinlich so schnell auch nicht ändern. Aber im Endeffekt, momentan bin ich mit dem Android zufriedener. Also, es kann halt alles, was ich brauche. Es hat eine saustarke... Also, ich habe jetzt momentan das S4 übrigens. Das Samsung S4 und ja, Galaxy S4. Und es kann halt, wie gesagt, wirklich alles. Es kann super Fotos machen. Es hat ein riesiges Display, was mir auch relativ wichtig ist. Ich meine, manchen ist das nicht so wichtig, aber das finde ich schon ganz gut. Und ja, was kann es noch? Es kann im Prinzip alles, was ich brauche. Das heißt, wenn ich irgendeine App suche oder was weiß ich, ich finde sie für das Gerät. Es hat genug Leistung, um alles, was ich brauche, auszuführen. Und ja, deswegen brauche ich im Prinzip kein iPhone. Wenn ich jetzt natürlich den Inhalt, sozusagen den Prozessor, RAM und Betriebssystem eventuell von Android hätte und dazu noch das Aussehen vom iPhone 5, nur mit größerem Display, würde ich es wahrscheinlich auch nehmen, weil es ist natürlich mit diesem Metallrahmen oder Alurahmen hochwertiger. Ich glaube, beim 5er ist es ja hinten kein Glas mehr, aber irgendwas anderes. Ich glaube, Alu ist es beim 5er. Also mein letztes waren 4. Und ja, deswegen bin ich momentan auf der Android-Schiene, aber ich bin jetzt nicht so einer von diesen Fanboys. Das heißt, bei mir kann sich das auch ganz schnell wieder ändern. Das heißt, wenn jetzt, ja, Apple sagen würde, okay, wir fackeln jetzt mal eine ganz heftige Neuerung raus, dann habe ich auch kein Problem damit, irgendwie, ja, wieder zu Apple zu wechseln. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel sagen würde, die würden sagen, ja, das 6er hat jetzt das und so ein großes Display und das wäre genau das, was ich will, ja, dann würde ich immer wieder einen 6er holen. Aber das ist momentan noch nicht der Fall und deswegen werde ich erstmal bei Android bleiben. Ich brauche eh nicht unbedingt jetzt jedes Jahr ein neues Handy. Es ist zwar das öftere Mal so, weil irgendwer immer mal wieder Vertragsverlängerungen hat. Aber ja, das 4er macht im Prinzip all das, was ich brauche. Das Galaxy S4, nicht das iPhone 4. Und deswegen bin ich da momentan ganz zufrieden. Aber ich würde natürlich auch mal interessieren, wie das bei euch aussieht. Was ihr so nutzt. So, Ibra. Und der darf auch schießen. Oh, wo kommt der Ball? Da kommt der Ball. Würde mich natürlich mal interessieren, was ihr so benutzt. Ich schätze einfach mal, die Mehrheit wird Android benutzen. Ich meine, iPhone ist noch ein bisschen teurer. Das ist halt auch noch so ein Punkt. Das ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, weil man kauft halt nicht jede Woche ein Handy. Deswegen geht es jetzt nicht unbedingt um den Preis. Aber es ist halt auch so, dass Apple im Prinzip weniger Technik für mehr Geld verkauft. Wie gesagt, natürlich ist das Gehäuse und sowas hochwertiger, aber mehr dann halt auch nicht. Die Technik, die da drin steckt, ist jetzt nicht unbedingt hochwertiger. Beziehungsweise zum Beispiel Kamera, weiß jetzt gar nicht, was das 5er für eine drin hat, aber Kamera ist Apple meistens auch immer so eine Version hinten dran. Das heißt, wenn das Galaxy S4 die und die Kamera rausbringt, hat das neue iPhone erst die Kamera vom alten Galaxy sozusagen. Allerdings haben sie auch gute Objektive. Ich glaube, die arbeiten ja irgendwie mit Zeiss zusammen irgendwie. Und das ist natürlich schon eine ordentliche Firma. Aber naja, das war jetzt nicht für mich so der Punkt, so ein Teil zu kaufen. Es ist auch ein bisschen Modehandy, das muss man schon zugeben. Weil halt, wie gesagt, das S4 kann wirklich genau dasselbe. Beziehungsweise es kann noch mehr. Es kann tatsächlich noch mehr. Und das ist halt das Ding. Ja. So viel zu dem Thema. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen, weil wie gesagt, ich kann jetzt nicht auf alle Spezifikationen eingehen, weil ich jetzt gar nicht alle weiß. Lukas abseits, echt? Okay. Wie gesagt, weil von Apple bin ich jetzt ein wenig weg. Da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Und ich bin jetzt auch nicht so ein Power-User. Ich benutze eigentlich nur die normalen Apps, die es so gibt. Irgendwelche Sportnachrichten, WhatsApp etc. Aber jetzt nicht irgendwie,
ja, keine Ahnung, irgendwelche Apps, die total special sind. Ich spiele auch nicht mit dem Handy. Also das ist auch sowas, was mir null wichtig ist. Das Einzige, was ich sonst noch habe, ist ein iPad. Und ich glaube, da würde ich auch bei bleiben. Weil das iPad macht alles, was ich will und ist halt, ja, von der Bedienung her, es ist so ein bisschen, ja, das ist, da muss man Apple dann schon sozusagen einen Pluspunkt geben. Das Ding ist halt natürlich auch sehr gut verarbeitet und fühlt sich auch meiner Meinung nach besser an als so ein Galaxy Tab oder sonst irgendwas. Und ja, im Allgemeinen gefällt mir das auch ein bisschen besser, ist ein bisschen, reagiert schneller und macht das, was ich damit vorhabe, ein wenig eleganter. Das heißt, ich mache eigentlich nur auf Webseiten rum. Deswegen brauche ich da auch nichts Spezielles, wie Spiele oder sonst irgendwas. Ja, so sieht das bei mir aus. Deswegen jetzt die Frage an euch, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch ein iPhone? Habt ihr einen Android? Was habt ihr für ein Android? Wie sieht das aus? So, also nicht wie das Handy aussieht, sondern wie es bei euch aussieht. Marquisio. Ah komm, schieß mal rein. Oder nee, Schürrle hat da keinen Bock drauf. So, Abstoß. Ja gut, dann konzentrieren wir uns jetzt nochmal ein bisschen aufs Spiel. Wir sind jetzt zweite Hälfte. Jo, sind wir. Gegner ist nicht sonderlich stark. Nein. Und ja, ich kann ja schon mal was ankündigen. Ihr seht dieses Video Samstagmittag, soweit ich das in Erinnerung habe. Und ich denke mal, Sonntag sollte das erste Fragen- und Antwort-Video kommen. Das heißt, morgen Samstag nehme ich dann das erste Video auf. Ich habe keine Ahnung, wie viele Parts es werden, aber es wird auf jeden Fall Minimum 2 oder 3 geben. Minimum. Ich habe echt keine Ahnung, wie lange das so dauern wird, die Fragen zu beantworten. Ich meine jetzt zu meinem Alter, da kann ich nicht allzu viel sagen. Aber es gibt halt auch Fragen, die ich ein bisschen länger beantworten werde. Und deswegen kann das auch sein, dass es wenig länger dauert. So schön durchgesteckt auf Ibra. Ah, er will. Erst hat er angedeutet, dass er ihn rausholt, wollten dann aber doch nicht rausholen. Na komm, push dich, Müller hier. Ja, er spielt viel zu hastig. Genau wie ich in dem Moment jetzt, aber man sieht das, er fackelt sehr viele Dinge einfach in Lauf nach vorne. Und ja, das läuft dann halt nicht ganz so gut. Also ich glaube, torchancenmäßig hat er jetzt noch nicht unbedingt was. Deswegen hatte ich das ganze Spiel über jetzt auch nicht so ganz die Probleme hier gegen ihn. Spielt er zu zweit? Oder zieht er irgendwie zu zweit einfach nur gut die Leute drauf? Was heißt gut? Er macht es ein bisschen zu übertrieben, will ich fast sagen. Hier mal Lavezzi durchgeschickt. Ja, ich weiß nicht, warum er da mit seinem Verteidiger stehen bleibt. Finesse. Und ja, Lukas, weiß ich nicht, was er da macht. Den muss er im Prinzip natürlich nur ins leere Tor einschieben. Aber ist jetzt nicht ganz so schlimm. 60. Minute, 3-0, das geht schon klar. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich für abends mache. Oh, ja, sehr schlau von mir. Weil Teambuilding, ich weiß nicht, wenn ich das andere Team, ja, ich könnte natürlich jetzt über Nacht das andere Team verkaufen. Jetzt mal wieder einen geilen Finesse mit Lavezzi, oder? Boah. Okay, das gibt auch einen Elfmeter. Ja, das ist ein bisschen rüde eingestiegen, wollte ich gerade einen Finesse auspacken mit dem Fips. Ja, dazu könnte ich ja eigentlich auch nochmal was sagen mit dem Lahm. Also da haben sich ja einige echt, ja, keine Ahnung, in Real Life oder sowas angegriffen gefühlt. Wenn ich hier über einen Spieler rede, rede ich immer über den FIFA-Spieler. Und nur weil er bei euch super spielt, hat das doch damit nichts zu tun, dass ich ihn nicht spielen mag, oder? Also ich glaube, ich muss nicht die Spieler gerne spielen, die irgendeiner von euch gerne spielt. Und jetzt nichts gegen irgendeinen Bayern-Fan oder sonst was. Das Komische ist halt, dass diese Kommentare immer von Usern kamen, die FC Bayern im Namen hatten. Nehmt das doch nicht so ernst. Ich finde den Lahm hier im Spiel einfach scheiße. Wenn ihr ihn super findet, gerne. Ihr könnt ihn nutzen, ihr könnt ihn von mir aus auch in Sturm stellen und da auf, Entschuldigung, und da mit ihm spielen. Ich finde ihn einfach nur richtig schlecht. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie auf Pace stehen würde. Weil ich spiele auch sehr gerne Radu oder Maicon, die beide auch unter 80 Pace haben. Und ja, die sind halt körperlich einfach da. Lahm ist bei mir einfach gar nichts gewesen. Er war nicht körperlich da, er konnte keinen Kopfball gewinnen. Er war dazu auch noch nicht der Schnellste. Kam mir auch langsamer vor als Radu oder Maicon. Und er ist für mich einfach kein guter Außenverteidiger in FIFA 14. Das kommt natürlich auch immer auf den Spielstil drauf an. Wenn man jetzt zum Beispiel defensiv und Konter spielt oder sowas. Erstmal wird er dann wahrscheinlich öfter hinten bleiben. Und stellt dann wahrscheinlich auch ganz hübsch die Lücken zu. Aber das ist halt nicht mein Spielstil.
Und für meinen Spielstil ist er einfach komplett ungeeignet. Und deswegen, ja, denke ich mal, dass ich mir da selber meine Meinung machen darf und nicht die Meinung von irgendwelchen anderen, ja, sozusagen, ja, annehmen sollte und einfach das machen soll, was andere meinen. Das wird so auch nicht passieren. Das nochmal kurz zu Lahm. Also Lahm wird es definitiv in keinem Team mehr von uns geben. Den würde ich noch nicht mal als Chemiehure benutzen, weil ich finde ihn wirklich so schlecht. Boah, geiles Ding. Schön Dings-Trick-Taste gedrückt und seitfalls hier mit Lukas rausgehauen. War auch ein ordentliches Fund, aber leider komplett unplatziert. Ja, Joe, hier hättest du das Spiel mal schnell machen können, aber na, rauslaufen bringt ja nichts, ne? So, so viel noch zu Lahm, weil das war mir dann nochmal wichtig. Es war halt schon komisch. Es waren glaube ich zwei oder drei Kommentare, die so in die Richtung gingen. Du kannst nur nicht mit dem spielen, der ist hier voll der Heftigste und so. Die kamen glaube ich alle zwei, ich weiß wie gesagt nicht genau, zwei oder drei, kamen glaube ich alle von Usern, die FC Bayern im Namen hatten. Und ja, die Leute haben sich dann wahrscheinlich so ein bisschen in der Ehre gekränkt gefühlt oder keine Ahnung was. Ich meine das nicht gegen Lahm im Real Life. Wie gesagt, Lahm ist natürlich einer der besten Rechtsverteidiger der Welt. Sage ich gar nichts gegen. Spielt konstant auf sehr gutem Niveau. Aber in FIFA finde ich ihn schlecht. Und das ist, wie gesagt, meine Meinung, mehr nicht. So, hier abgelegt auf Ibra. Schade, ich wollte nochmal mit Ibra eine Bude machen. Ich weiß gar nicht, hat er schon eine gemacht? Hier durchgesteckt. Jetzt drüber geloppt. Und, ja, gut, Lukas nochmal. Ja, ich glaube, jetzt macht er sich gleich selber rein. Nee, jetzt ist er dann doch weg. So. Na, das hat doch ganz gut gepasst. Konnten wir das Thema hier nochmal reinbringen. Ich weiß, ich konnte euch jetzt nicht allzu viele Infos geben wegen Apple oder Android. Aber das ist so meine Meinung dazu. Ich wurde ja nach meiner Meinung gefragt. Und da kann ich natürlich auch nur das sagen, was ich so weiß. Das ist schon wieder Elfmeter, oder? Ich hätte jetzt wieder Elfmeter gegeben, aber okay. De Rossi mit nicht dem schönsten Kopfball. So, komm, Abate, push dich nochmal. Ab, ab. Ja, haben wir noch. De Rossi, nein, der sollte hier auf Marquisio. Ich glaube, er hatte echt noch keinen Angriff. So, und jetzt Yaya Touré da hinten durch. Der macht nämlich jetzt mal ein schönes Tor. Mit links auch noch. Nein, macht er nicht. War jetzt nicht der Hammerschuss. Aber das Ding ist jetzt eh zu Ende. Und ja, zwei Minuten noch. Das Ding weit raus, er holt wieder einen Torwart raus. Ja, okay, das ist dann natürlich... Das hat er zweimal in diesem Spiel gemacht. Wenn man weiß, dass der Gegner einen Torwart rausholt, einfach ein bisschen weiter raus. Und dann ist es eigentlich immer ein Tor, wenn der Spieler in der Mitte an den Ball kommt. Und ja, das passiert halt relativ häufig mal. Das Tor ist dann halt eben leer. Das bringt dann nicht ganz so viel. So, 5-0 dann im Endeffekt. Ich denke mal, das Ergebnis geht auch in der Höhe klar, weil der Gegner war schon stark unterlegen. Also, muss man einfach so sagen. Nach vorne kam halt immer nur das hier, was er jetzt auch gerade macht. Diese Bälle in Lauf, aber das bringt halt nichts, wenn meine Abwehr geordnet ist. Und das war sie in dem Spiel eigentlich immer, weil ich nicht groß unter Druck gesetzt wurde. Boah, Touré fackelt das Ding hier nochmal ins Aus. Sind wir noch online? Ja, es läuft noch weiter, er hat noch nicht abgepfiffen. Kehle, ja, jetzt nochmal hier einen Angriff anscheinend. Und jetzt Fallrückzieher, komm. Boah, schade. War jetzt gar nicht so heftig, Ohr, aber ich dachte erst, es wäre ein Fallrückzieher. War aber ein Seitfallzieher von Lukas am Tor vorbei. Naja. So, jetzt scheint es aber Richtung Ende zu gehen, oder? Jetzt müsste er abpfeifen. Nee, er spielt doch mal kurz. Er will anscheinend nicht, dass es zu Ende ist. So, Ibra nochmal. Ah, Ibra hätte ich jetzt den Schuss nochmal gegönnt. Das Ding ist zu Ende. Es war kein spannendes Spiel. Aber naja, muss ja auch mal sein. Ich meine, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht so viel labern können. Davor das Spiel, was heute Morgen kam, war dafür meiner Meinung nach umso spannender, weil der Gegner sehr stark war. Ja, das wäre es von mir dazu gewesen. Statistik sagt auch nochmal alles dazu aus, also nichts Interessantes. Ich würde sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, schreibt das in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.